Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Und naja, der aufmerksame Zuschauer wird vielleicht jetzt gesehen haben, dass hier etwas anders aussieht. Ist korrekt, ich habe einen neuen Spielstand gestartet, weil ich habe mit dem alten Spielstand, wo ihr die ersten zwei bzw. drei Folgen gesehen habt, ja, da bin ich nicht weitergekommen. Ich habe es versucht, ich habe es nochmal im Privatspiel, ich habe es versucht. Ich musste kilometerweit laufen, um irgendwelche Materialien zu finden, was an sich ja in Ordnung ist. Aber dadurch, dass wir natürlich die ersten Male gestorben sind und das Material abgefarmt haben, musste ich natürlich jedes Mal immer weiterlaufen. Deswegen starte ich jetzt einfach nochmal neu, um die Chance zu haben, tatsächlich auch hier in der Nähe das richtige Material zu finden. So, wir gehen folgendermaßen ran an die Sache. Wir werden erstmal ein bisschen so die grundlegenden Sachen farmen, sprich Eisen und eben auch Kohlenstoff. Und es kamen einige sehr gute Tipps von euch und das finde ich echt klasse. Vielen Dank dafür erstmal. Und zwar gehörte ein Tipp dazu, ich sollte doch bitte Schildsplitter und dieses Energiegel doch bitte craften. Das werde ich jetzt tun. In der Hoffnung, dass ich es dann tatsächlich schaffe. Ich muss mir eben kurz gucken, wo mein Schiff abgeblieben ist. Das sind 11 Minuten Entfernung, also ein bisschen näher dran als das alte Schiff. Das war ja irgendwie so 15 Minuten entfernt. Und jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Kohlenstoff. So, Eisen brauchen wir natürlich auch noch massig. Und für Energiegel brauchen wir auf jeden Fall Plutonium. Ich hatte, glaube ich, hier auf der Ecke schon irgendwas gesehen, Plutoniumartiges. Irgendwo in der Nähe sogar von der Basis. Das da oben könnte zum Beispiel auch Plutonium sein. Ich verpiesel mich mal. Okay, gehen wir sonst mal rein, holen uns ein bisschen Wärmeschutz. So, damit wir erstmal wieder volles Schild haben. Und dann holen wir uns Plutonium und dann können wir uns aus Plutonium und aus Kohlenstoff können wir uns dieses Energiegel machen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Platin und Eisen. Und daraus können wir uns eben halt die Schildsplitter machen. Das ist erstmal so die einzige Strategie, die ich hier erstmal vorhalten kann, dass wir uns irgendwie jetzt Material holen. Da oben sieht man das. Das ist wahrscheinlich... Okay. Ja, ich muss auch noch... Ich muss auch noch die Scanner reparieren. So. War doch eben Plutonium. Da ist Plutonium. Wir nehmen jeden Krümel mit. Und Plutonium. Ansonsten ist Plutonium ja auch nicht wirklich häufig zu finden, so wie es früher mal der Fall war. Ich kann mal links und mal rechts nochmal gucken. Aus Zink, wie es aussieht. Oh, das hat aber gerade so gereicht. Zink sammeln wir natürlich auch mit ein. Und dann schauen wir mal kurz, was wir reparieren können. Kohlenstoff können wir machen und Eisen können wir auch. Sehr gut. Da ist Plutonium, da ist Platin. Sehr gut. Haben wir auch gleich in der Nähe. Sollten aber erstmal zurückgehen. Damit wir erstmal ein Schild wieder aufladen können. So. So, wir brauchen auf jeden Fall Energiegel. Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Das können wir noch nicht, weil uns Kohlenstoff fehlt. Wie viel Plutonium haben wir eigentlich? Nur einmal. Das heißt, eine Energiezelle könnte ich herstellen. Brauchen wir auf alle Fälle noch ein bisschen Kohlenstoff.
Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab doch gesagt, ich war's nicht. Weil die sind auch echt garstig, die Biester. So, hier wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Hier können wir in der Nacht hier noch ein bisschen operieren, weil gerade am Tag dürfte es ja eigentlich dann kühler werden. Die Temperatur fällt jetzt auch langsam. Mal kurz gucken, was das da hinten für ein Stoff ist. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich brauche auf alle Fälle erstmal so ein Energiegel. So, dann können wir das nämlich dann aufladen. Und wir brauchen weiterhin natürlich Plutonium. Plutonium brauchen wir. Ich hoffe, dass die Viecher mir hier nichts tun. Also habe ich gleich wieder Geburtstag. Iridium, okay. Können wir momentan gar nicht brauchen. Ist das da vorne Plutonium, wenn ich das richtig sehe? Momentan haben wir kein Problem mit der Hitze, das heißt nur Energieprobleme. Oh ja, geil. Erstmal schön alles abgerasen. So. Sollen wir hier mal entspannen, ein bisschen durch die Gegend latschen. Brennen wir sowieso am wenigsten Energie. Denn das könnte Plutonium sein. Plutonium sein. Platin sein. Da, ne? Ja. Müssen wir zwar ein bisschen langsamer gehen, aber so verbrennen wir natürlich auch am wenigsten Energie. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das sieht mir nach Plutonium aus. Platin aus. Sehr gut. Können wir schon mal Schildsplitter damit machen. Okay. Ja, es kann übrigens sein, nur für den Fall. Ich werde das wohl so machen, dass ich die dritte Folge, ich hatte drei Folgen insgesamt aufgezeichnet von No Man's Sky im Survival Mode. Und naja, die sind ja mehr oder weniger nicht komplett gar nicht erfolgreich gelaufen. Und jetzt hatte ich ganz vergessen, wo hier das andere Plutonium, mein Gott, Platin ist. Da ist auch nochmal. Das ist... Och, das ist doch jetzt nicht, oder? Ah, nimm mal Kohlenstoff, das kriegen wir ein bisschen einfacher. Sehr schön, nochmal 54 mal davon. Ich hatte drei Folgen, wie gesagt, aufgezeichnet. Da ist das Platin. Ich hatte mir drei Folgen aufgezeichnet von No Man's Sky und die sind alle drei Folgen sind ja mehr oder weniger bescheiden gelaufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, eventuell werde ich die dritte Folge wahrscheinlich löschen, weil letztendlich sieht man dort auch nichts anderes als in Folge 1 und 2, nämlich die Tatsache, dass ich am Verrecken bin wie ein Wahnsinniger. Und das muss ich mir ehrlich gesagt nicht geben und das möchte ich euch nicht geben, weil es ist zum einen langweilig und auch irgendwie nervtötend. Also für mich zumindest. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich werde ich die dritte Folge gelöscht haben. Höchstwahrscheinlich. Da ist auch noch ein Plutonium. Sehr gut. Meine Strategie sieht momentan so aus, dass ich versuche erstmal ein bisschen zu farmen. So, in die Richtung geht das in unsere Basis. Wir können gleich in der Nähe noch ein bisschen Kohlenstoff farmen. Eisen müssen wir noch haben und Eisen müssen wir noch haben und Kohlenstoff. Dass wir erstmal ein bisschen farmen gehen. Zumindest so hier die grundlegenden Sachen. Und dass wir dann versuchen, zum Raumschiff zu kommen.
war erstmal mein Plan. Also wie gesagt, wundert euch nicht, dass es dann, wenn ich mal von 3 Folgen reden sollte, dann meine ich eigentlich nur 2 Folgen. Die 3. Folge habe ich dann unter Umständen halt gelöscht. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gemacht. Lass mich in Ruhe. Ich bin lieb. Meistens. So, auf jeden Fall ist das schon mal ein etwas freundlicherer... Naja gut, es ist hier, hat man halt die Hitze, das hat man auf einem anderen Planet, die Kälte. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich hier mit der Hitze besser klarkomme als mit der Kälte. Und es macht natürlich auch einen Unterschied. Und zwar nämlich den Unterschied, dass wir auch in der Nähe auch Ressourcen haben. Das ist nämlich das, was ich so ein bisschen ankreide. Ich sag mal so, wenn du ein Spiel neu startest, wenn du ein Spiel Nummer 1 Sky neu startest... Da. Ah, na gut. Wenn du ein Spiel neu startest, dann hast du das Problem, du weißt erstmal gar nicht, was du hier tun sollst. Ich habe zwar No Man's Sky dann halt schon ein bisschen gespielt, aber es war ja nie wirklich nötig, da sich da groß Gedanken drüber zu machen, weil es gab Ressourcen ohne Ende. Gut, ich meine, wenn man gewusst hätte, auf was man sich hier einlässt beim Survival Mode, okay, dann wäre das vielleicht noch besser gelaufen. Aber so versuchen wir es mal eben auf diese Art und Weise, in der Hoffnung. So, 120 mal Eisen, das ist schön. Holen wir uns da vorne noch ein bisschen. Komm, geh weg. Nein, ich will das hier. Ja. Geht doch weg. So. Können hier zwischendurch mal speichern. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Speicherstand gesetzt. Für den Fall, dass wir dann doch nochmal krepieren, dann können wir wenigstens zurücksetzen. Ja, das habe ich gesehen. Eisen. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen. Oh, können wir auch noch mal 35. So, wir gehen erstmal wieder in die Basis. Okay, wir können natürlich noch ein bisschen Eisen mitnehmen, wenn wir das hier schon direkt vor Ort haben. Kann ja nicht schaden. So, und ich sehe gerade, die Temperatur geht langsam wieder nach oben, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, das heißt, es wird langsam wieder Tag. So. Schauen wir mal. Wir haben ein bisschen Platin, 137. Plutonium haben wir 243. Das ist schön. Zink haben wir auch ein bisschen. Zink können wir natürlich dann auch zum Aufwerten benutzen von unserem Schild. Das ist schon ganz fein. Und gucken wir erstmal, wie viel Energiegel wir machen können. Nämlich gar nicht so viel. Wir brauchen nämlich noch Kohlenstoff weiter. Kohlenstoff. Wie viel haben wir jetzt noch an Plutonium? 50. Das heißt dreimal. Dreimal. Oh, Alter, da braucht man aber auch Zeug. Oder braucht... Da bist du ja die ganze Zeit quasi fast nur noch am Farmen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. So, einmal Energiegel nehmen. Das würde nämlich das Problem sein, hier nämlich erstmal wegzukommen. Das wird ein ganz großes Problem werden. Außerdem müssen wir da auf die Nacht warten. Das ist ganz wichtig.
Was? Achso, dich kann man nicht abbauen, okay. Obwohl, wir können es ja versuchen. Wir können es ja versuchen, wir haben ja auf jeden Fall einen Versuch. Obwohl, ja, am Tag ist so ein bisschen scheiße. Am Tag ist wirklich scheiße. Also dann würde ich lieber in der Nacht laufen, weil da haben wir wenigstens das Hitzeproblem nicht. Da haben wir wenigstens das Hitzeproblem nicht. Aber ich bräuchte eigentlich nochmal... Ich bräuchte eigentlich nochmal Plutonium und Kohlenstoff. Also Kohlenstoff, Plutonium haben wir jetzt erstmal ein bisschen, aber... Ja gut, dann sammeln wir erstmal ein bisschen Kohlenstoff. Alles gut, alles gut. Alles gut. Das war klar. Komm, dann lass uns wieder nach Hause. Lauf ich auch das Stück. Obwohl, besser nicht. Das geht immer so tierisch auf die Energie. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis es wieder Nacht wird. Wir müssen wieder warten, bis es Nacht wird. Und dann müssen wir mal sehen. Mal schnell rein, bevor wir auch noch Schaden nehmen. So, das passt. Ja, wie gesagt, also wir müssen erstmal jetzt sehen, dass wir möglichst viel, ich sag mal erstmal möglichst viel Energie tanken. Das wäre jetzt erstmal meine Strategie, erstmal ein bisschen Energie tanken, damit wir überhaupt zum Schiff kommen. Und vom Schiff aus kann man dann versuchen, weil wir brauchen natürlich Iridium, ne? Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. So. So, wir haben 250 mal Kohlenstoff. Kohlenstoff können wir ruhig noch ein bisschen mehr sammeln. Zink haben wir da. Aufladen. Ja, es ist natürlich so ein bisschen. So. Schildsplitter können wir noch herstellen. So, Energiegel. So, für einmal. So, das war jetzt erstmal alles, was wir jetzt an Energiegel machen, herstellen können. Wir können jetzt nochmal versuchen, ein. Oder was heißt versuchen? Wir werden jetzt einfach nochmal einen Schildsplitter herstellen. Der reicht, um eben halt das Schild nochmal zu reaktivieren. Mehr haben wir dann ja auch schon gar nicht mehr. Gut, wir können mit Zink noch ein bisschen was machen. Da können wir noch ein bisschen. Aber war doch mit Zink, ne? Mit Zink, Titan oder Schildsplitter. Mhm. Energiekanister, Energiegel. Okay. Aufs Schiff kann ich natürlich auch noch nicht zugreifen. Weil das Schiff nämlich nicht in Reichweite ist. Das ist nämlich das eine Problem, was wir nämlich auch noch haben. Tja, das nutzt ja alles nichts. Es sei denn, wir können es natürlich mal probieren. Können. Doch, können wir. Wir können es rüberschieben. Raumschiff nicht in Reichweite? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Warte mal, ich will mal etwas ausprobieren, wenn ich jetzt sage. Weil ich meine Schild in Reichweite hieß immer so, eben nicht in Reichweite. So, wir können das, wollen wir das Plutonium mal rüberschieben? Das können wir machen. Bewegen und stapeln, übertragen. Das können wir doch übertragen, okay.
Weil ich dachte immer, wenn hier steht Raumschiff in Reichweite, nicht in Reichweite, dass man auch das Material nicht übertragen kann. Das ist natürlich interessant. Weil dann würde ich natürlich jetzt Eisenfarm gehen und das dann rüberschicken. Und dann könnte ich nämlich dann hier auch bequem Karitplatten nämlich setzen. Das machen wir doch mal, Gau. Wenn wir schon mal hier sind. So, bewegen, stapeln. Bis zu 5 Karitplatten kann ich, glaube ich, setzen. So, nochmal E. Das kann ich doch jetzt stapeln, nochmal nicht. Objekte übertragen, das brauchen wir natürlich nicht, das haben wir ja schon alles da. Ausrangieren. Okay. Dann können wir also noch ein bisschen Eisen farmen. Ach, das war ja wieder klar. Dies war ja wieder klar. Dann brauchen wir nämlich ein Heil. Wo ist er denn? Da. Aufladen. Dann nehmen wir natürlich... Na, das reicht uns natürlich wieder mal nicht. Können wir hier so ein bisschen was machen? Ne, können wir nicht. Hier so ein bisschen. Das war auch wieder klar. Ja, das ist natürlich nichts, was wir hier haben. Aber wir müssen ein bisschen auf die Temperatur gucken. Nicht, weil wir dadurch krepieren können. Ich meine, das natürlich auch. Aber um mal zu schauen, wann es nachher Nacht wird. Weil wenn die Temperatur langsam wieder runtergeht, dann wissen wir Bescheid. Dann geht's mir los. Ein bisschen auch aus der Entfernung. So. Das war wieder klar. Da brauchen wir natürlich wieder ordentlich Energie für. So, hier fahren wir noch mal weiter. Ich glaube, die Temperatur geht langsam runter, oder? Oh, wir müssen zurück. Schnell zurücklatschen. Oh. Ja, ich weiß. Komm, ja, ich weiß. Komm, 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 komm. Gas, 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 Gas. Boah. So, erstmal wieder gesaved. Ja, so müssen wir uns jetzt erstmal am Anfang so ein bisschen behelfen. Aber wie gesagt, was ich komisch finde, ist, dass wenn das Schiff außer Reichweite ist, dass man trotzdem Material rüberschicken kann. Weil ich hatte es öfter so, dass wenn das Schiff außer Reichweite war, dass ich eben auch kein Material rüberschicken konnte. Naja. Gut, ich glaube, ich werde hier in der Aufnahmepause noch ein bisschen farmen. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil das dauert alles eh schon lang genug. Insofern werde ich ein bisschen farmen und ich denke mal so 20, 30 Minuten mache ich ein kleines Päuschen. Und dann starten wir dann durch. Spätestens dann, wenn die Nacht hereinbricht, dann werde ich mal sehen, dass ich zu meinem Schiff gesprintet komme und werde noch ein paar Energiekanister im Idealfall noch craften, wenn ich unterwegs Plutonium. Und naja, Kohlenstoff ist ja nicht das Problem.
Aber Plutonium muss ich auf jeden Fall finden. Vielleicht finde ich noch Platin, Eisen, dann kann ich dann das ein oder andere noch machen. Und ich brauche natürlich Karitplatten, brauche ich ohne Ende. Ich brauche Iridium. Naja, das ist das Übliche halt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Durchhalten. Vielen Dank für die ganze Geduld. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder. Macht's gut. Tschüss.